Willkommen auf dem Kanal von Melbourne MTG. Heute Abend nehmen wir uns dieses Cavendish Bundle vor. Und nach dem Bundle noch einmal Duell Deck Mind vs. Might. Und dann geht's los. Längere Zeit kein Cavendish-Bundle mehr geöffnet. Bin gespannt, was wir heute rausziehen. Schauen wir uns kurz den Players Guide an. Was kann da drinnen sein? Chandra, Dobin Bahn, Blooming Marsh, also die ganzen Länder. Panamonicon oder die ganzen Gear, also Gear Hulk. Was sind jetzt alle drin, waren die anderen erst in Ethereum gekommen sind. Hat man sehr gute Übersicht. Aber wir werden gleich sehen, was wir rausziehen. Wie im Bundle, einmal würfeln. Landpack ohne Foil leider. Und in dem Fall 10 Booster. Jetzt geht los. Contraband Kingpin. Confiscation Coup und ein Foil Sequestered Stash. Das ist der okay, aber nicht unbedingt der Burner. Also die zu den Ankommens. Und wir haben Territorial Gorga. Wir starten schon mal richtig miserabel. Mit dabei den schlechtesten Rares, was man pullen kann. Genauso soll es sein. Und es geht weiter mit. Oh, sehr gut. Einmal Panharmonicon. Das ist ein guter Pull. Kann man gleich eine Commander-Decke bauen. Und wir haben Metalwork Colossus. Hier ist noch keine Foil dabei gewesen. So. Als nächstes. Ja, der war immer schlecht. Chief the Foundry. Und Cultivator's Caravan. Auch nicht das, die Karten, die man unbedingt sehen will. Dramatic Reversal kann man mit dem Ishogun Scepter sehr gute Combo machen. Ja, der gute alte Long Tooth Cup war im Standardformat, wie es noch gespielt worden ist, also wie es erlaubt war, sehr beliebt. Shahelis Atristri. Und es geht weiter mit Make Obsolete. Oh, ein Mythic. Doppel Mythic Back. Einmal den Cataclysmic Gearhulk, den weißen Gearhulk. So ein Board Vibe, der halt teilweise eine Kreatur überlässt. Und einmal Etherworks Marble.
in Foil. Sehr schön. Vom Value her jetzt nicht die besten Karten, aber durchaus spielbar. Wobei die Energy Sachen jetzt nicht unbedingt spielbar sind aktuell. Ah, Botanical Sanctum, jetzt wird schon besser. Sehr gutes Land. Und ein Foil. Zwei Booster haben wir noch. So, es geht weiter. Und wir haben Key to the City. Und noch ein Foil. Demolish. Letztes Booster. So. Und, der Etherscore. Und noch ein Foil. Dukara Pifo. Jo. Gut, noch kurz wieder am Platz. Und jetzt geht's weiter mit Duell Deck. Hinten sieht man schon Beacon of the Morrows ist dran, sehr gute Karte. Ja, bin gespannt. Wie immer, zwei Deckboxen. Die auch Karten in Sleeves halten sollten. Da an der Insert, den schauen wir uns kurz an. Sehr cooles Artwork. Da ist das ganze Deck drauf von Might. Und auf der anderen Seite auch ein cooles Artwork. Mit immer, was immer das für Werkzeug ist. Und da ist die zweite Deckkiste drauf von Might. Dann haben wir drinnen zwei Würfel, also das 20er Spin-Down, die Keykarten in Foil. Leider schon ein bisschen gewarpt. Und die beiden Decks. Wir beginnen mit dem ersten Deck. Da ist drinnen Talera's Battalion, die alte Radar, Zozo the Punisher, Rubber Belt Raiders, Kamal Pitfighter, zweimal Call of the Herd, Increasing Savagery, sehr schön, Code of Arms, richtig gute Karte, der rote Beacon, Beacon of Destruction. Und dann haben wir schon ein paar Uncommons. Uncommons. Burning Tree of Misery ist eine gute Karte. Mehrmals drin. Relentless Hunter. Das ist halt sehr Agro-Deck. Dann hat man die sehr Agro-Deck, das okay. Rot und Grün, also Ghoul-Farben für die Länder. Und dann gibt es noch ein paar Casts, Bill Mana Rampen, Harmonize Card Draw und noch ein paar Doppelländer. Und zum Schluss Beast und Elefantendocken, Elfendocken, ein Wurmdocken. Wieder einseitig. Das war das erste Agro-Deck. Und jetzt kommt das andere. Da haben wir Jory N. Ruin Diver. Der Talon Sky Summoner ist drin. Sage Eye Avengers. Deep Sea Kraken, okay.
The Unspeakable and Spirit. Ups. Dann Quicken, Mind's Desire, Volcanic Vision, Fireman's Foresight, Beacon of the Morrows und ein Young Pyromancer, sehr schön. Und dann kommen schon Goblin Ectomancer, noch ein Young Pyromancer. Die Länder, blau, rot. Und dann haben wir noch Reach Mists dreimal. Snap. Ah, Desperate Ritual ist drin. Und ein Grape Shot. Sehr gutes Deck. Riftbolt. Also durch starke spielbare Karten drin. Temporal Fissure, auch eine gute Karte. Schön mit, also cooles Artwork. Nochmal Doppelländer, ein paar Goblin und Elemental Token, ein Drake Token und noch ein Goblin. Okay? Wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und einen Comment, was weitere Videos sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Man sieht es im nächsten Video.